Unsinn! Spazieren gehen schadet ihm nichts. Frische Luft reinigt das Blut, so wie Wasser die Leber. Reines Blut gibt klaren Kopf und ein klarer Kopf gute Ideen. Kennen Sie den Wahlspruch, Mr. O'Hara? Frisch, fromm, fröhlich, frei? Das ist eine Erfindung made in Germany. Damit sind Sie weit gekommen, auch wenn Sie ab und zu wieder ganz von vorne anfangen müssen. Warten Sie! Sag mal, was sind denn das für Leute? Was gehen uns fremde Menschen an? Sehr viel, wenn wir mit ihnen wochenlang zusammenleben müssen. Ich sagte nur, vielleicht fahren sie mit uns. Harry, glaub mir, wir müssen aufpassen. Das sind sehr gefährliche Leute. Wie kommst du darauf? Nicht einer hat sich meine Beine angesehen. Guten Morgen, Mrs. Denreuter. Guten Morgen, Billy, mein Junge. Kommen Sie ein Stückchen mit? Schwitzen Sie das Nikotin und den Alkohol aus. Ihr Körper wird Ihnen dankbar sein. Und ich Ihnen, wenn Sie mich in Ruhe lassen. Aber Billy, warum bist du denn immer so unhöflich zu Mr. Peterson? Wenn ich zu liebenswürdig zu ihm bin, missversteht er das und denkt, er kann mich schlecht behandeln. Mit dem kann man nicht anders umgehen. Billy! Ja? Hast du das gelesen? Was denn? Sie wollten den Mann in London ermorden. Welchen Mann? Paul van Meer, ein hoher Beamter des Kolonialamtes, wurde von unbekannten Tätern in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages in der Gegend von Zoo überfallen, niedergeschlagen und durch mehrere Dolchstiche schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Was bedeutet das, Billy? Antworte doch, Billy. Sag doch etwas. Es liegt doch klar auf der Hand, dass Peterson dahinter steckt. Glaubst du wirklich, dass er so etwas tun würde? Das weißt du doch wohl selbst. Aber dieser Mann ist doch erst Dienstag früh überfallen worden. Und wir sind ja alle schon am Montag abgereist. Wo war denn Jack Ross? Wo ist denn dieser Herr Major geblieben? Aber ich dachte, er sollte nur so lange in London warten, bis die Nachricht aus Mombasa da ist. Und soviel ich gehört habe, erwarten Sie ihn heute Mittag. Na und? Das ist doch kein Grund zur Aufregung. Vielleicht ist der arme Major ganz unschuldig. Und wenn Sie jetzt über das Gebiet Bescheid wissen? Warum hatte Peterson Angst vor Van Meer? Warum hielt er ihn für gefährlich? Weil er sich nicht mehr bestechen lassen wollte. Und weil dadurch die Gefahr bestand, dass er alles verraten würde. Peterson hatte Angst, Vermeer würde vielleicht zu seinen Vorgesetzten gehen und sagen, ich habe gewisse Informationen, dass gewisse Personen seit langem bestochen werden. Nicht so laut. Um durch sie gewisse Schurfrechte zu erwerben. Dieser Inde, der Raja, für den du früher gearbeitet hast, als du noch jung und schön warst, hat er nie solche Mittel angewandt? Ja, aber das war etwas anderes. Wir haben damals für ein Königreich gekämpft, halb so groß wie Frankreich. Was ist der Unterschied zwischen einem Land und einer Million Dollar? Wir müssen an die Zukunft denken, Billy. Jetzt haben wir die Chance. Es ist vielleicht die letzte. Und ohne Mr. Peterson können wir nicht einmal die Hotelrechnung bezahlen. Wo willst du denn hin? Ich gehe ins Café, höre mir die Kapelle an und trinke Pernod. Aber tu nichts Unüberlegtes. Es hat wirklich keinen Zweck. Vergiss nicht, was für uns auf dem Spiel steht. Wie recht du hast. Man soll sich immer alles überlegen. Das Gepäck ist hinten drin. Ich gehe vor. Alkohol am Vormittag? Das ist gegen unseren Vertrag, Billy. Ich feiere etwas. Was feiern Sie? Die Ankunft des Herrn Major. Er ist soeben eingetroffen. Er sah nicht taufrisch aus, aber sehr zufrieden. Ich glaube, er hat den Auftrag erfüllt. Tja, meine Herren, ich denke, wir gehen jetzt Mittagessen. Wir werden uns dann später unterhalten. Du bist dran, Gwendolyn. Gwendolyn, du bist dran. Oh. Schach. Ach, fahren Sie auch mit der Nyanga? Ja, nach Afrika. Ach, wir auch. Gestatten Sie, Chelm, das ist meine Frau. Freut mich sehr, ich heiße Denreuter. Reisen Sie zusammen mit Ihren Freunden? Ja, mit dem ganzen Verein. Ich finde Ihren Verein ziemlich mysteriös. Aber Gwendolyn, wieso denn mysteriös? Warum?
Das will ich Ihnen sagen. Jeder von Ihnen kommt aus einem anderen Land und... Du bist dran, Gwendolyn. Schach. Ich habe eine Theorie über Sie und Ihre Freunde. Verzeihung, meine Partner sind das. Ich weiß genau, was Sie sind. Sie sind alle Ärzte. Aber Ärzte, die Böses tun. Sie gehen jetzt in die unendlichen Dschungel, wo ein Menschenleben nichts wert ist, und machen dort fürchterliche Experimente, die das Opfer von Tausenden auf dem Altar der Wissenschaft erfordern. Verzeihung, meine Frau hat eine sehr lebhafte Fantasie. Schachmatt. Ach, da soll man nun konzentriert Schach spielen, wenn du die ganze Zeit überredest wie ein Wasserfall. Harry war schon den ganzen Tag schlechter Laune. Er ist sonst ein wunderbarer Verlierer. Guten Morgen, Signor Denreuter. Der Kapitän lässt sich bestens empfehlen. Und ich soll Ihnen ausrichten, dass sich die Ausfahrt seines Schiffes Nyanga leider verschieben wird. Hören Sie, fahrplanmäßig soll das Schiff aber heute Nacht genau um 24 Uhr auslaufen. Keine Minute später. Das sollte es auch, Signor Chelm, aber ich fürchte, das wird es trotzdem nicht tun. Ist die Schraube kaputt oder der Kapitän betrunken? Natürlich ist Kapitän betrunken, aber der wirkliche Grund ist Ölpumpe. Das ist keine Entschuldigung, wenigstens keine ausreichende. Sie haben recht, Signor, aber was sollen wir denn machen? Ein Schiff ohne Ölpumpe fährt leider nichts. Wie lange soll das dauern? Neue suchen, Preis herabdrücken, sie kaufen und einbauen, das dauert, ich würde sagen, mehr als einen Tag und weniger als 14. So etwas von absoluter Unfähigkeit. Die Ölpumpe ist bestimmt in Ordnung. Das ist nur eine Entschuldigung, weil Sie noch auf andere Fracht warten. Kanonen oder Opium? Ich würde mich gar nicht wundern, wenn das ein Schmugglerschiff wäre. In diesem Nest bleiben wir nun sitzen, in einem Hotel, ohne jeden Komfort. Sind Sie schon einmal in Porto Verde gewesen? Nein, wir sind zum ersten Mal hier. Das dachte ich schon, sonst würden Sie sich nämlich freuen, hier bleiben zu können. Sie wissen ja nicht, wie schön es hier ist. Ruinen, die weltberühmt sind. Ein fantastischer Badestrand. Und wenn Sie da hinauffahren in die Berge, finden Sie ein wirkliches Wunder. Ein Lokal, wo Sie richtig gut essen können. Es heißt der Blaue Pavillon. Ich lade Sie herzlich ein, mit uns zusammen heute Abend dort zu essen. Wirklich sehr liebenswürdig, aber... Sie sagten uns. Heißt das Sie und die anderen? Nein, mit meiner Frau und mir. Einen Augenblick. Mr. Chelm, darf ich Ihnen einen Freund von mir vorstellen? Er hat es immer eilig. Sie werden erwartet, soll ich Ihnen sagen. Ich komme. Aber sofort. Okay. Also los. Ich habe ja gesagt, ich komme. Und ich sagte, Sie werden erwartet. Ich sorge für ein Auto und warte um 6 Uhr vor dem Hotel auf Sie. Arrivederci. Denreuter. Ich glaube, er ist Amerikaner. Das macht nichts. Ich finde ihn trotzdem nett. Der Tag hat 24 Stunden, das sind 1440 Minuten. Und in der Zeit kann auch ein anderer auf dieselbe Idee kommen. Wir hätten eben nicht warten sollen, wir hätten fliegen sollen. Das habe ich von Anfang an gesagt. Erinnern Sie sich, O'Hara? Mein Name ist nicht O'Hara, sondern O'Hara. Und zwar Mr. O'Hara. Ja, Mr. O'Hara. Aber Sie wissen doch, ich habe gesagt, wir sollten lieber fliegen. Zeit, immer Zeit. Was ist schon Zeit? Die Schweizer fabrizieren sie, die Franzosen horten sie, die Italiener kennen sie nicht. Die Amerikaner sagen, sie wäre Geld, die Hindus sagen, sie existiert nicht. Und ich sage, sie ist ein großer Betrug. Mit einem Flugzeug hätte die Reise 15 Stunden gedauert und jetzt vielleicht 15 Tage. Hört auf, vom Fliegen zu reden, das können die Vögel viel besser. Ich stehe mit meinen Füßen auf der Erde und zwar mit beiden. Aha, da kommt ja unser lieber Billy. Warum ist alles so aufgeregt? Niemand ist aufgeregt. Wir denken nur nach, welchem Kurs wir in Anbetracht dieser leidigen Verzögerung steuern sollen. Lernen Sie Samba tanzen, gehen Sie in die Kirche oder schreiben Sie Ihre Memoiren. Sehr komisch. Ich achte und schätze einen Partner, der Sinn für Humor hat. Herzhaftes Lachen ist besser für die Bauchmuskeln, als 5 Minuten lang Turnübungen machen. Nachdem wir nun alle unseren Spaß gehabt haben, wollen wir jetzt wieder ernsthaft sein. Erfordert die Lage kein Telegramm an Ihren Freund in Afrika? Wir können nicht telegrafieren. Die Leute da unten würden sofort Lunte riechen, denn sie reden sowieso schon seit langem von nichts anderem mehr als von den Uranfunden. Befürchten Sie denn nicht, Billy, dass Ihr Freund, sollten wir nicht zum verabredeten Zeitpunkt da sein, dass dann Ihr guter Freund vielleicht unser Ausbleiben als Entschuldigung benutzt, um andere Verhandlungen anzuknüpfen? Wenn mein Freund wirklich nach einer Entschuldigung sucht, dann würde er im Abendblatt eine bessere finden. Wieso denn, Billy? Ich rede von dem Überfall auf Paul Van Meer. Was? Aber ich bitte Sie, Billy, was für eine entsetzliche Meinung haben Sie denn von Ihren Kollegen, dass Sie glauben, wir würden einen... Ich will nicht wissen, was Sie tun, aber es geht Sie auch nichts an, was ich denke, solange ich nichts gegen Sie unternehme. Und das werde ich nicht tun, solange Sie nicht Ihren lächerlichen Messerhelden auf mich hetzen. Fangen Sie nicht mit mir an! Ruhe, Jack. Benimm dich gefälligst. Setz dich. Schämen Sie sich, Billy.
Eigentlich müssten Sie jetzt alle Anwesenden um Entschuldigung bitten. Und wenn Sie nur halb so gut erzogen sind, wie ich denke, dann tun Sie es sofort. Sie haben nichts zu befürchten, Petersen. Mein Freund wird niemals aussteigen, wenn ich es ihm nicht sage. Und dazu habe ich aus geschäftlichen Gründen nicht die geringste Veranlassung. Jack, gib Billy Feuer. Was für ein schöner Wagen. Zu seiner Zeit hätte er einen Preis für das eleganteste Auto gewinnen können. Das hat er auch. Oriposo hat ihn sich bauen lassen, der große Matador. Er wollte sich stehen, verbeugen, wenn die Menge ihm zujubelte. Er ist nur einmal darin gefahren. Er vermachte ihn mir auf dem Totenbett. Das nächste Glas trinken wir auf sein Wohl. Ach, der Wagen gehört Ihnen? Ich habe ihn meinem früheren Chauffeur geschenkt, dem dicken Kerl da vorne. Harry, sieh mal, das ist eine hübsche Villa. Die gehört Bertie Crampton. Ach, Sie meinen Lord Crampton aus Gloucestershire. Ja, der Besitz der Cramptons grenzt an meine Ländereien. Gloucestershire, alte Kathedralen, Forellenfischen, Gartenfeste. Wie kann man da zauberhaft leben? Sie kennen England aber gut. Ich liebe England. Ja, über alles. Jeden Nachmittag gibt es bei uns Tee und Sandwiches. Ich habe seit langem die Vogue und die Times abonniert und dann lese ich auch Dickens sehr gerne. Ich glaube, Englands große Zeit ist vorbei in jeder Beziehung. Ich finde es klug, die Zelte jetzt woanders aufzuschlagen. Oh nein, Sie irren, das ist keineswegs meine Absicht. Sie müssen wissen, ein Verwandter von mir, genau gesagt, ein Onkel, ist kürzlich gestorben und hinterließ mir eine Kaffeeplantage. Afrika ist im Kommen. Jetzt spekuliert man mit Diamantminen und Goldfeldern. Dabei hat man die Milch nur abgerahmt. Die wirklichen Bodenschätze Afrikas sind noch nicht einmal angetastet. Das ist eine schöne Villa. Mhm. Pompös. Das ist die Villa Capriccio, von Dichtern besungen, von Malern gemalt. 3 Sterne im Baedeck. Und wem gehört sie? Jetzt den Banken und davor mir. Ihnen? Ja, und damals hatte ich einen wunderbaren Koch. Wissen Sie, den alten Charles von Fouquet in Paris. Und als ich dann später von hier fortging, kaufte ich ihm das Restaurant, wo wir jetzt hinfahren, als Zeichen meiner Anerkennung. Ah, wir sind schon da. Charles! Charles! Warten Sie bitte einen Augenblick hier. Er hat keine Ahnung, dass ich zurückgekommen bin. Charles! Charles! Ich glaube, der Mann hält uns für sehr naiv. Charles. Kennt alle berühmten Leute, hat eine fantastische Villa. Charles. Seinem Leibkoch kauft er so ganz nebenbei ein Restaurant. Ob er erwartet, dass man das glaubt? Vielleicht stimmt alles. Gestatte, dass ich lächle. Hast du die Frau beobachtet? Das ist ein reizendes und kluges Persönchen. Die Arme war doch ganz entsetzt über sein Gerede. Oh, mi scusi, Signora. Restaurante leider geschlossen. Wird nicht wieder aufgemacht vor 2 Monaten. Charles, was ist denn hier los? Das Haus ist ja völlig verkommen. Ja, dann müssen wir ja leider doch im Hotel essen. Monsieur Dan! Oh. Monsieur Dan! Madame, warum haben Sie denn nicht geschrieben, dass Sie kommen? Ich wusste nicht, dass Sie Freund sind von Monsieur Dan. Nie geschlossen für Monsieur Dan, immer offen. Schön, dich wiederzusehen, Charles. Ich habe Sie nicht mehr wiedergesehen, seit Sie ausgezogen sind aus Villa. Monsieur Dan, denken Sie noch manchmal an Abschiedsfeier? Wie könnte ich die je vergessen? Wissen Sie, wie wir Sie gebracht haben an Zug? Und die Kapelle hat gespielt. Und wir alle haben geweint. So als ob König, den alle sehr lieben, verlässt sein Land. Du bist noch nicht angezogen? Im Bett bin ich nie angezogen. Dann zieh dich an, aber bitte schnell. Es ist wunderschönes Wetter heute und Billy möchte mit uns in seine Villa fahren. Seine frühere Villa. Außerdem kann ich gar nicht, meine Leber ist geschwollen. Hier macht es mir keinen Spaß, im Bett zu liegen. Dabei fällt mir ein, wo ist meine Wärmflasche? Du hast gepackt. Gwendolin, ich reise nie ohne Wärmflasche. Hallo? Ach, guten Tag. Nein, es tut mir leid, wir können nicht. Harry ist wieder krank und gib mir das Telefon. Hier spricht Cham. Ja. Finde ich auch. Absolut richtig. Eine Wärmflasche. Ach, das ist wirklich sehr liebenswürdig von Ihnen. Hören Sie zu, Denreuter. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn meine Frau allein kommt? Ja, sie hat eine große Schwäche für Sehenswürdigkeiten. Vielen Dank. Aber gern, ich schicke sie Ihnen gleich. Weißt du, Gwendolyn, heutzutage kann man sich nicht erlauben, Menschen abzulehnen, nur weil sie aus anderen Schichten kommen. Man soll soziale Brücken schlagen. Ja, vor uns tut sich eine neue Welt auf. Und wir müssen sie nehmen, wie sie ist. Wer das erkennt, sich danach richtet, muss Erfolg haben. Thank you.
In England sieht man Amerikaner nur auf der Straße. Und auch im Film natürlich. Aber ich habe noch mit keinem gesprochen. Sind Sie ein typischer Amerikaner? Es ist wichtig, dass Sie mir das sagen. Wieso ist das wichtig? Weil man sich aus zwei verschiedenen Gründen verlieben kann. Im ersten Fall ist das Objekt unserer Zuneigung anders als alle anderen Menschen. Zum Beispiel ein großer Geist wie Lord Byron. Und dann das genaue Gegenteil. Da ist das Objekt wie alle anderen nur ausgeprägter. Harry ist die klassische Verkörperung dieses Typs. Dann bin ich ein typischer Vertreter des ersten Falles. Wie lange leben Sie schon hier? So lange, wie ich noch nirgendwo gelebt habe. 2 Jahre. Auch nicht früher als kleines Kind? Hatten Sie nicht Vater und Mutter? Und irgendwo ein richtiges Zuhause? Nein, ich war eine Waise. Erst als ich 20 wurde, hat mich eine wunderschöne, reiche Dame adoptiert. Sie sind gar kein böser Zauberdoktor, wie ich im Anfang dachte. Nein, Sie fahren nach Afrika und treffen sich mit Häuptlingen am heiligen Feuer im Urwald. Und erschaffen dort ein neues Weltreich und werden der Beherrscher aller Reichtümer der Erde. Sie brauchen aber eine hübsche blonde Königin, die von den Eingeborenen verehrt wird, als auferstandene Königin von Saba. Deswegen haben Sie mit mir geflirtet. Habe ich das? Natürlich. Im Allgemeinen lege ich darauf nicht den geringsten Wert. Das glauben Sie wohl nicht. Ich glaube Ihnen alles, was Sie sagen. Tun Sie das? Hm. Wie schade, das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Mr. Chain? Ja? Ich bin es, Mrs. Denreuter, Maria. Bitte kommen Sie herein. Tee für 2 und 2 zum Tee. Das ist aber wirklich reizend. Sie sorgen ja rührend für mich. Billy hat mir gesagt, dass Sie so krank sind. Und nur ein bisschen. Leberschwellung. Ganz dumm. Nehmen Sie Milch? Ja, bitte. So. Tee und Windbeutel. Ihre Güte beschämt mich. Es wäre wirklich sehr nett, wenn du... Ich meine, es wäre nett, wenn du ihm helfen würdest. Gib ihm einen Rat. Kümmere dich ein bisschen um ihn. Sehr gern, nur was soll ich für ihn tun? Noch irgendetwas Geschäftliches. Er war so begeistert von dem, was du ihm gestern Abend alles über Afrika erzählt hast. Was habe ich denn da bloß wieder erzählt? Wie soll ich das wissen? Ich habe nur auf deine Stimme gehört. Ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Ich dachte nur, wenn du ihm helfen würdest, dann macht ihr vielleicht in Afrika Geschäfte und wir wären jeden Tag zusammen. Versteht er denn etwas davon? Unglaublich viel sogar. Das hätte ich nie gedacht. Aber dann irrst du dich. Glaubst du, ich hätte einen Dummkopf geheiratet? Und wenn du dir einbildest, Harry fährt nach Afrika, um Kaffee zu pflanzen, dann irrst du dich sogar gewaltig. Um es ehrlich zu sagen, ich meine, in Wirklichkeit ist Kaffee das Letzte, was ihn interessiert. Es geht um etwas anderes. Das Land, das er übernimmt, ist ungeheuer reich an Mineralien. Mineralien, die unentbehrlich zur Herstellung von Atomenergie sind. Im Grunde genommen erbt Harry eine richtige Uranmine. Es würde mich gar nicht wundern, wenn er der Urankönig wird. Und jetzt gibst du wohl zu, dass Harry keineswegs ein Dummkopf ist. Also wäre es bestimmt vorteilhaft, mit ihm zusammenzuarbeiten. Die wirklichen Bodenschätze Afrikas sind noch nicht einmal angetastet. Das habe ich euch gestern wörtlich gesagt. Ja und? Das ist doch eine ganz bekannte Tatsache. Billy, mein Junge. Haben Sie sich gut unterhalten? Sehr gut. Das freut mich für Sie. Was für eine reizende Frau diese Mrs. Chelm ist. War das alles, was Sie mir sagen wollten? Wer sind diese Chelms? Engländer, die in Ostafrika eine Kaffeeplantage besitzen. Ist damit Geld zu verdienen? Nein, aber es gibt eben Engländer, die besitzen Kaffeeplantagen, ob sie damit Geld verdienen oder nicht. Sie erben sie zum Beispiel von Verwandten und führen sie dann weiter. Wieso interessieren Sie sich plötzlich für die Chelms? Oh, ich interessiere mich immer für die Freunde von meinen Freunden. Wie rührend. Nicht ein Wort davon ist wahr. Weißt du, wenn ich dich jemals verlasse, dann nur wegen eines Mannes wie Harry Chelm. Das ist aber nett von dir. Weißt du, woran Harry Chelm mich erinnert?
an eine sehr hübsche Geschichte. Ein englischer Gärtner in England zeigte ein paar Amerikanern einen von diesen unvergleichlich prachtvollen englischen Rasen. Und die fragten ihn, wie man einen so schönen Rasen bekommt. Da sagte der Gärtner... Er sagte ganz einfach, Sie nehmen einen Rasen und gießen ihn 600 Jahre lang jeden Tag. Die Geschichte kannte ich schon, als du noch nicht geboren warst. Die stammt von Heinrich dem VIII. Dir fehlt jegliches Verständnis für Menschen wie Chelm. Du hörst ja wieder nicht zu. Du hörst mir nie zu. Ich werde dir eines Tages auf Wiedersehen sagen und das wirst du dann auch nicht hören. Ich treffe eines Tages schon den Mann, der zu mir passt. Und wenn ich dann mit ihm fortlaufe, dann wirst du furchtbar überrascht sein. Das ist absolut möglich. George Moore sagte, das habe ich vor vielen Jahren auswendig gelernt, jede Leidenschaft ist meist nichts anderes als die Frucht von vielen fruchtlosen Jahren. George Moore ist ein bekannter englischer Schriftsteller gewesen. Ich weiß, aber leider war er Irländer. Lass den Kopf nicht hängen. Wenn ich bei dem Geschäft jetzt gut verdiene, dann kaufe ich dir einen alten englischen Rasen. Einen, den man aufrollen und mitnehmen kann. Billy, guten Morgen. Was macht denn das froschäugige irische Heinzelmännchen vor meiner Tür? Warum machen Sie immer Witze über meinen Namen? In Chile ist der Name O'Hara ein prima Name. Viele deutsche Emigranten haben sich da O'Hara genannt. Guten Morgen, Mr. O'Hara. Madame, ich begrüße Sie. Vielleicht möchte Mr. O'Hara irgendetwas trinken? Ja, ich möchte bitte vielleicht eventuell einen kleinen Whisky, aber schwach bitte. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches? Ach, ich wollte mich mit Ihnen nur ein bisschen unterhalten. Na schön, aber machen Sie es bitte kurz. Kurz? Ich gebe Ihnen mein Wort, Billy. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich stehe zu Ihnen wie ein älterer Bruder. Das hat nichts mit dem Altersunterschied zu tun. Das ist wahrscheinlich, ja, der Grund ist, weil ich aus einem Land stamme, dessen Kultur viel älter ist als Ihre. In meinem Land ist ein Kind, das 6 Jahre alt ist, hier drin, älter als Sie, mit 60. Salute. Er raucht, er trinkt, er philosophiert. Ich werde wohl 60 sein, bevor er zur Sache kommt. Immer macht er Scherze. Ich komme ja schon zur Sache, also das ist so. Petersen, Ravello und ich selbst, wir sind die Hauptpersonen in dieser Geschichte. Wir sind nämlich die Geldgeber. Wir können uns nicht drehen und wenden und... Aber ein Agent? Das kann sich jeder vorstellen. Das ist absolut denkbar, dass er sich selbst nicht unbedingt unwiderruflich verpflichtet fühlt, so wie Petersen oder... Ich glaube, wir fahren zusammen auf demselben Schiff. Falls es jemals abfahren sollte. Traurig, aber wahr. Haben Sie vielleicht zufällig Ihren Partner Mr. Denreuter irgendwo gesehen? So früh steht Billy nicht auf, es ist noch nicht 11, da schläft er sicher noch. Aber er hat doch gesagt, ach, was soll's. Leider kann man nicht immer glauben, was Billy sagt, besonders wenn er etwas getrunken hat. Er will nicht etwa sein Wort brechen, er vergisst nur, dass er es gegeben hat. Charme und Zuverlässigkeit findet man eben selten vereint. Ausnahmen gibt es natürlich. Und soweit ich es zu beurteilen, ist der Chelm eine. Oh ja, ziemlich. Selbstverständlich, meine ich. Ich würde mich sehr gerne einmal mit Ihrem Gatten über Afrika unterhalten. Ja, das müssen Sie tun. Ich hörte, er legt sich auf Kaffee. Das klingt ja, als ob er darauf schlafen würde. Ich glaube, Ostafrika steht in nächster Zeit vor bedeutsamen Veränderungen. Meiner Meinung nach werden wir da bald eine Riesenkonjunktur bekommen. Hoffentlich wird es sich nicht vollkommen verändern. Es war das letzte Paradies, das uns armen Menschen noch geblieben ist. Ich kann mir kein schöneres Paradies vorstellen als ein hübsches, großes Stück Land, auf dem Gold und Diamanten wachsen und das so gut wie nichts kostet. Um Himmels Willen. Dann sehe man überall nur noch abscheuliche Löcher und grässliche Maschinen anstelle von unberührter Natur. Aber ich glaube nicht, dass sich mein Mann über Geld und über geschäftliche Dinge den Kopf zerbricht. Wirklich? Um den Standpunkt meines Mannes zu begreifen, müssen Sie die Welt kennen, in der er groß geworden ist. Den alten Rasen, der in Jahrhunderten gewachsen ist. Und das Schloss seiner Väter, an dessen Mauern die Familienporträts vieler Generationen hängen. Die Säle, in denen die Schritte hallen, wo so viel englische Geschichte gemacht wurde. Ja, dafür bezahlt er aber bestimmt enorme Steuern. Aber eine Familie wie die Chelms fragen doch nicht nach Steuern. Die wissen gar nicht, was Geld ist. Ich meine, wenn ein Vermögen eine gewisse Grenze überschritten hat und so groß ist, dann bedeutet es nur noch Macht. Eine Macht in England? Aber... Ach ja, natürlich, die großen Chelms. Es wundert mich, dass Sie die überhaupt kennen. Das tun nämlich nur wenige Menschen. Die Chelms bleiben gern im Hintergrund. Ich finde es offen gesagt etwas merkwürdig, dass ein Mann in dieser Position von England fortgeht, um in Afrika
Kaffee zu pflanzen. Sie merken aber auch alles. Ich will Ihnen die Wahrheit sagen. Mein Mann hat dort etwas ganz Bestimmtes vor. Das habe ich mir gedacht. Es hat etwas mit Sünde zu tun. Sünde? Seit dem Krieg beschäftigt sich mein Mann überhaupt nur noch mit Problemen geistiger Natur. Er spürt genau, wenn er dort leben könnte, im Herzen Afrikas, wird er die Antwort auf alle Fragen finden. Und das Problem der Sünde lösen. Sünde? Aber ja, natürlich. Ist das kein Problem, das uns alle interessieren müsste? Die Sünde? Gwendolyn, was machst du da? Wir wollten doch zusammen baden gehen. Harry, ich möchte dir, Mr... Mein Name ist Peterson. Ich habe mich reizend mit Ihrer Frau unterhalten, Mr. Chelm. Sie hat mir gesagt, Sie interessieren sich jetzt mehr für geistige Probleme, während ich mich ganz besonders... Harry, wir müssen uns beeilen. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Peterson. Was hast du dem wieder vorgelogen? Nicht das Geringste, Harry. Er hat die ganze Zeit über Religion geredet. Und da habe ich ihm gesagt, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gehen. Billy, es ist höchste Zeit für Sie, dass Sie einmal in sich gehen. Können Sie ganz aufrichtig von sich selbst sagen, ich, Billy Denreuter, habe mich meinem Partner gegenüber fair und anständig benommen, hm? Aber natürlich kann er das, Mr. O'Hara. Sie wissen doch selbst, dass Billy ein Ehrenmann ist. Halt den Mund. Vielleicht ist er ein Ehrenmann und vielleicht ist jeder Verdacht unbegründet. Reden Sie nicht so viel. Was haben Sie mir vorzuwerfen? Gar nichts. Es ist nur Ihre Art, Ihr Benehmen. Ihr Verhalten flößt kein Vertrauen ein und Vertrauen, Billy, ist die wichtigste Voraussetzung unter ehrlichen Geschäftsleuten. Ein Mensch mag selbst unschuldig sein, aber wenn seine Handlungen Verdacht erwecken, glaubt man ihm das nicht. Vertrauenswürdig zu erscheinen ist ebenso wichtig wie vertrauenswürdig zu sein. Auf Wiedersehen. Billy, irgendetwas musst du doch getan haben. Was war es, Billy? Sag mir die Wahrheit. Meine Art. Die denken wohl, ich bin ihr Schuhputzer. Irgendwie bist du das auch. Und du wirst nicht schlecht dafür bezahlt. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Wie gut, wie lieb, wie reizend von dir. Guten Tag, Denreuter. Wie geht's? Wollen wir etwas trinken? Vielen Dank. Ach, kommen Sie. Machen Sie mir doch die Freude. Ach ja, Gwendolyn, bitte schreibe auch an Tante Beatrice, nicht? Ja, also ich verstehe das gar nicht. Ich hatte mich mit Gwendolyn am Strand verabredet und als ich zurückkomme, finde ich sie hier im Café. Frauen sind doch merkwürdige Wesen. Tja, trinken wir auf ihr Wohl. Pernod. Whisky. Kommen Sie, Herr Major, trinken Sie ein Glas mit. Auf das Wohl der Frauen. Danke. Trinken werde ich, aber anstoßen tue ich nicht. Ein Glas Whisky. Weiber. Das redet heute schon von Gleichberechtigung. Sie sollen Kinder kriegen, Strümpfe stopfen und für uns kochen. In der Beziehung hat dieser Hitler ganz recht gehabt. Aber, wie können Sie? Unsere Generation hatte große Chancen. Nur unsere Politiker waren jämmerlich. Und jetzt ist das Spiel verloren. Die Welt steht vor dem Untergang und ich sage gut so, aber macht's kurz. Ich würde mir gern noch einige Jahre Gedanken darüber machen. Unsinn. Hören Sie mir mal genau zu. Und merken Sie sich, was ich Ihnen jetzt sage. Es ist sinnlos, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Ich habe geheime und streng vertrauliche Informationen. Ich bin Rosenkreuzler und gehöre zur großen weißen Bruderschaft. Man muss glauben, denn Glaube ist Macht. Aber eine Macht, die magisch ist. Und wer sie besitzt, ist dem Unbegreiflichen verbunden. Beherrscher der Welt. Eine Gemeinschaft geeint durch geheimnisvolle mystische Bande. Übermenschen. Verstehen Sie, was ich meine, Billy? Aber natürlich, genau. In unseren Reihen standen Stalin, Hitler, Mussolini. Also jetzt geht der Scherz aber zu weit. Das ist... Wollen Sie mir über den Mund fahren? Nur nicht aufregen. Wollen Sie nicht noch einen Whisky? Ich möchte nur deutlich sagen, dass sich nicht alles so abspielt, wie es sich gewisse Menschen vorstellen. Ein Offizier ist zum Beispiel völlig mittellos. Und dann tut er Dinge, die er niemals unter anderen Verhältnissen tun würde. Nein, selbstverständlich nicht. Selbstverständlich. Ich meine, selbstverständlich nicht. Früher hätte ich zu Leuten von Ihrem Kaliber bestimmt gesagt, saufen Sie Ihren Whisky gefälligst allein. Welch edler Geist ist hier zerstört. Das zahle ich Ihnen heim. Das sollen Sie büßen, einen Ex-Offizier, der in Indien gedient hat, zu beleidigen. Stehen Sie auf, Sie Feigling! Die Bar. Sind Sie Major Ross? Jawohl. Hier ist Ross. Stimmt. In Ordnung. Man erwartet uns. Kommen Sie.
noch einmal davongekommen. So einen Quatsch habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Sünde, so was Lächerliches. Es ist mir richtig schwer gefallen, dabei ernst zu bleiben. Nein, das ist mir jetzt klar. Das sind zwei ganz gefährliche Gegner. Setzen Sie sich auf den Koffer. Ich bekomme ihn nicht zu. Aber woher sollen Sie denn wissen, was wir vorhaben? So große Leute wie die Chelms finden immer Mittel und Wege. Ja, und Sie wollen uns zur Strecke bringen, bevor wir überhaupt angefangen haben. Wir kommen Ihnen zuvor. Zeit spielt wieder einmal eine große Rolle. Man darf nie den Zeitfaktor vergessen, meine Herren. Letzten Endes ist er immer entscheidend. Ich werde nach London telegrafieren und Auskünfte über die Chelms einholen. Fragen Sie auch in Britisch-Ostafrika nach. Jedes Mal, wenn wir landen, werde ich versuchen, Sie anzurufen. Halten Sie mich immer auf dem Laufenden. Denreuter, dieser lügende Schweinehund, dieser saufende Verräter. Mit Vergnügen würde ich ihm langsam den... Nein, das geht nicht. Im Augenblick brauchen wir ihn. Wir können den lügenden Schweinehund, den saufenden Verräter jetzt nicht... Reden Sie von mir? Aber bitte, meine Herren, reden Sie ruhig weiter. Ich kann warten. Worauf? Ach so. Wir sind leider gezwungen worden, unsere Pläne völlig zu ändern, Billy. Wieso? Wir beide fliegen mit dem nächsten Flugzeug nach Afrika. Es muss ja etwas Wichtiges passiert sein, wenn Sie sich entschließen zu fliegen. Aber nein, mein lieber Billy. Die Panne mit der Ölpumpe, die große Ungewissheit, wann die Nyanga abfährt, zwingen mich, unserer Sache ein persönliches Opfer zu bringen. Darum fliege ich lieber und nehme nicht das Risiko auf mich, zu spät zu kommen. Zu früh zu kommen ist genauso gefährlich. Was wollen Sie damit sagen? Die Versteigerung des Terrains findet erst in ein paar Wochen statt. Mein Freund kann bis zu diesem Termin nichts unternehmen. Wenn wir die ganze Zeit da unten herumsitzen, wird man fragen, wer wir sind und was wir wollen. Ist das der wahre Grund oder freuen Sie sich vielleicht auf eine lange, schöne Seereise mit der so reizenden Mrs. Chelm? Aber vielleicht haben Sie sogar noch andere Gründe. Zum Beispiel? Das wissen jetzt nur Sie und wir erst später. Bitte packen Sie jetzt Ihre Sachen. Billy? Wohin gehst du denn? Ich fliege heute nach Afrika. Ohne Adieu zu sagen? Willst du mich nicht zum Abschied küssen? Ich wünschte, wenn... Sag das nicht. Was? Dass du mir lieber nie begegnet wärst. Du kommst doch auch nach Afrika, dann sehen wir uns wieder und dann ist doch... Ich glaube, ich hasse dich. Du lässt dich von diesen widerlichen Menschen herumkommandieren. Sag nicht nein, ich habe es selbst gesehen. Sie behandeln dich wie einen Diener. Sie sagen hopp und du springst sofort. Ich kenne auch genau den Grund. Sie haben dich in der Hand und erpressen dich, weil sie etwas wissen. Wie kommst du denn darauf? Das passiert sogar sehr oft. Meine alte spanische Amme hat mir erzählt, dass viele Menschen ruiniert wären, wenn jeder sagen würde, was er von ihnen weiß. Aber lass sie doch aus dem Weg schaffen. Du wirst doch bestimmt Leute kennen, die sie kaltblütig umlegen würden. Es würde vielleicht viel Geld kosten, aber es wäre doch gut angelegt. Ja, das wäre schon möglich, aber dann hätte ich hinterher gar kein Geld mehr. Und so kann ich eine Menge verdienen. Millionen? Vielleicht. Dann mag die Beziehung zu diesen komischen Leuten doch nicht so schlecht sein, wie ich zuerst dachte. Diese Millionen, was wären das? Pfunde oder Dollar? Mir ist jede Währung recht. Oh, ich dachte, du wärst so ein guter Kaufmann. Der Kurs des Pfundes schwankt dauernd. Du musst immer in harter Währung rechnen. Vielleicht sollte ich dich als Geschäftsführerin engagieren. Das wäre nicht schlecht. Ich bin viel intelligenter, als du denkst. Kommen Sie, Billy, mein Junge. Der Wagen wartet. Wenn wir nicht schneller fahren können, versäumen wir das Flugzeug. Vorwärts! Schneller fahren! Hoppe, hoppe, Reiter! Sonja Spire. Schieben, schieben. Avanti. Eins, zwei, drei, los! So, jetzt. Thank you.
Hallo, was machen Sie denn? Das haben Sie mit Absicht getan. Was? Das war kein Zufall. Nein, ich weiß, was Sie wollen. Ja, ich weiß alles, dass man auf dem Besitz der Champs Oran gefunden hat. Und ich weiß auch, dass Sie ein Riesenvermögen haben. Ein was? Jawohl, Sie haben in England ein Riesenvermögen. Haben Sie Informationen aus einer zuverlässigen Quelle? Oh ja, das hat mir Mrs. Champs selbst anvertraut. Wunderbar. Das habe ich mir gedacht. Sie müssen mir bezahlen, meine Auto, La Mia Machina. Wenn Sie nicht so dumm wären, wie Sie dick sind, dann könnten Sie sich an Ihren 10 Fingern abzählen, dass alles gelogen ist. Da muss Ihnen schon etwas Besseres einfallen, Mr. Denreuter, etwas viel Besseres. Wenn Sie mir nicht glauben, dann fragen Sie doch in London nach. Und wenn man Ihnen die Auskunft gibt, Zelm ist mehr als ein heruntergekommener Adliger, dann arbeite ich umsonst für Sie. Glauben Sie, Mrs. Zelm ist eine pathologische Lügnerin? Nein, sie glaubt, was sie sagt. Nur besitzt sie eine blühende Fantasie. Sie werden es mir doch ersetzen. Nicht wahr, Mr. Denn? Entweder Geld oder eine neue Auskunft. Sei nicht so unverschämt. Den Wagen habe ich dir doch geschenkt. Es ist egal, woher ich es habe. Jetzt hat es mir gehört. Und Sie haben es mir ja auch nur geschenkt, Mr. Denn, damit ich dadurch Geld verdiene. Halten Sie den Mund. Das ist sehr gut. Sie drohen mir. Nicht genug, dass mein Automobil kaputt gegangen ist. Jetzt wollen Sie mir noch... Ich will meine Auto! Halt, 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 anhalten! Halt! Ich habe nur den einen Wunsch. Ich möchte, dass mein Billy wirklich einen großen Erfolg in Afrika hat. Wenn Ihnen so furchtbar viel an Geld liegt, warum sind Sie dann noch bei ihm und haben sich keinen reichen Mann gesucht? Billy wäre das sicher egal. Ich meine, Sie sind doch nicht mehr ineinander verliebt. Aber da irren Sie sich sehr. Natürlich liebe ich Billy. Und ich werde ihn auch immer lieben. Und Billy liebt mich wirklich über alle Maßen und von ganzem Herzen. Und darum gönne ich ihm seine kleinen, unwichtigen Liebeleien. Was sagt er denn zu Ihren Liebeleien? Aber meine Liebe, die Männer haben es doch gern, wenn ihre Frauen auch anderen gefallen. Bitte erklären Sie das auf alle Fälle, Harry. Ich gehe jetzt wieder ins Hotel. Mrs. Denreuter, Maria, ich muss Ihnen leider... Ich habe eine traurige Nachricht für Sie. Vetter Schiff vielleicht gar nicht? Ein Unglück ist passiert. Das Auto Ihres Mannes ist ins Meer gestürzt. Touristen in einem Autobus haben es versinken sehen. Man muss damit rechnen, dass... Was heißt das? Was willst du damit sagen? Er sagt, dass Billy tot ist. Demnach müssen wir jetzt das Stammkapital der Gesellschaft neu verteilen. Ach was, Stammkapital? Anteile alle wertlos jetzt. Wie sollen wir denn mit Dannreuters Freund verhandeln? Ohne Billy Dannreuter. Unsere ganze Arbeit, das viele Geld. Alles auf Nimmerwiedersehen in Meer versunken, aber auch alles. Ravello, Sie vergessen, dass die Engländer ein ausgesprochen sentimentales Volk sind. Ich sage Ihnen, es gibt nichts, was Billys Freund nicht für die Witwe tun wird. Und in Schwarz, wird sie sehr rührend aussehen. Arme Maria, Sie haben wirklich sehr viel durchgemacht. Sie sind so verständnisvoll. Sagen Sie doch, was kann ich für Sie tun? Ach ja, bitte holen Sie mir doch einen... Aspirin. Es geht mir nicht gut. Aber gern, bleiben Sie ruhig sitzen. Ich komme sofort wieder. Mussolini, Stalin und jetzt Petersen. Ein großer Mann, ein großer Verlust. Ich werde nach oben gehen und lesen meiner Bibel. Warum sind die Fensterläden zu? Maria hat Kopfschmerzen. Was ist denn mit dir los? Lass
lass mich allein. Oh, mein liebes Kind, die Sache mit Denreuther tut mir hier leid, aber so gut haben wir nun auch wieder nicht gekannt. Ich hab ihn geliebt. Er war ein netter Mensch. Was hast du gesagt? Ich hab ihn geliebt. Gwendolyn, zügle bitte deine romantische Fantasie. Ich hab ihn geliebt. Hörst du, was ich sage? Ich hab ihn geliebt, geliebt. Unsinn, das bildest du dir wieder ein. Himmlischer Strohsack, ich hab sie wirklich eingepackt. Ha, ich hab's gewusst. Oh, was soll ich nur tun? Mir ist, als würde ich ertrinken. Er ist tot. Er ist tot und lässt mich mit dir alten Idioten allein. Weißt du was? Du machst ein kleines Schläferchen. In einer Stunde wachst du auf und bist wieder ganz normal. Dann gibt es keine Liebesgeschichten mehr mit einem mittelalterlichen Abenteuer. Friede seiner Seele. Ich bitte dich, geh weg. Ich bring das nur schnell zu Maria. Mr. Chem, ich habe eine wichtige Sache, sowohl für Sie als auch für mich selbst. Um was handelt es sich denn? Ich kann Ihnen ein Geschäft bieten, woran Sie enorm verdienen können, und zwar ohne jedes Risiko. Ich will Ihnen von Anfang an Wahrheit sagen. Wir haben die Absicht, eine wirklich große... Für Sie als Billys Witwe ist es bestimmt sehr einfach, seinen Freund in Afrika zu überreden. Und das Kapital gibt uns Chem. Was macht ihr denn alle für Gesichter? Ist jemand gestorben? Das Auto. Wir haben gehört, es ist verunglückt. Wir dachten, sie lebten nicht mehr. Ich habe es ja gewusst, es konnte nicht wahr sein. Ich habe 13 mal 13 rückwärts gezählt. Meine alte spanische Amme hat gesagt, es geschieht ein Wunder. Und es ist auch eins geschehen. Meine Damen und Herren, ich bringe Ihnen gute Nachricht. Kapitän wieder nüchtern geworden, Nianga läuft um Mitternacht aus. Nein, ich sehe ihn nirgends. Vielleicht ist er gar nicht mitgekommen. Wo ist mein Dokumentenkoffer? Aus Metall, schwarz, so groß. Er muss doch hier irgendwo sein. Guarda la sua valigia, l'ho messa in cabina. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass man besonders darauf achten muss. Ich gehe nicht an Bord, bevor mein Dokumentenkoffer da ist. Kann ich vielleicht helfen? Danke, das kann ich absolut selbst erledigen. Guarda cosa le dico, la sua valigia, l'ho messa in cabina. È inutile che insista con me. Der Koffer steht in der Kabine, sagt er. Idiot, warum hat er mir das nicht sofort gesagt? Na nu. Was hat dein Mann denn plötzlich? Er ist schon den ganzen Abend so komisch. So? Was ist los? Ach, Billy, vielleicht ist er nur deshalb so böse, weil ich gesagt habe, ich liebe dich. Was hast du? Ja, das habe ich gesagt, weil ich dich doch für tot hielt. Und? Och, er hat es nicht glauben wollen. Er hielt es für einen Nervenzusammenbruch, eine Art von Delirium. Er hat sich fast totgelacht über meine frei erfundene Liebesgeschichte mit dem mittelalterlichen Abenteurer. So hat er dich genannt. Und jetzt, nachdem ich auferstanden bin, wird er anfangen, sich über dein Delirium Gedanken zu machen. Ja, ja, es besteht schon ein gewisser Unterschied, ob ein Liebhaber lebt oder tot ist. Das wird ja eine fröhliche Seefahrt werden mit einem eifersüchtigen Mann an Bord. Alle Mann an Bord! Seeluft, Ozon. Sowas müsste man auf Flaschen ziehen können, damit wäre ein Vermögen zu verdienen. Feinste Neptunmischung. Tief atmen, meine Herren. Glauben Sie mir, jeder Atemzug hier verlängert Ihr Leben um eine Stunde. Guten Morgen, Chem. Oh, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Sie sind ja eine Künstlerin, Mrs. Denreuther. Ach nein, das kann man wirklich nicht sagen. Ich bin auch eine Anfängerin. Ich finde die Nase nicht lang genug. Und die Ohren sind viel zu klein. Und er hat nur ein Auge. Kommen Sie, meine Herren, wir haben keine Zeit zu verlieren. Blau ist das Meer, blau ist das Meer, blau, blau, blau ist das Meer, blau ist das Meer, blau, blau, blau. Guten Morgen, Mrs. Chem. Hoffentlich bricht sie sich bald das Genick. Blau ist das Meer, blau ist das Meer, blau, blau, blau ist das Meer, blau, blau, blau ist das Meer, blau ist das Meer, ja, blau ist das Meer. Blau, blau, blau ist das Meer. Signor Peterson, Signor Peterson, ein Telegramm. Keine Chelmschen Besitzung in Gloucestershire. Stop. Adel dieses Namens unbekannt.
Was heißt denn das nun wieder? Dass der Kerl noch nicht einmal adlig ist. Was Billy gesagt hat. Und gerade jetzt dachte ich, wir könnten zu Billy Vertrauen haben. Aber wenn er das nicht ist, was Billy gesagt hat, was kann er dann sein? Es lässt sich nicht leugnen, wir schwimmen. Und zwar nicht nur auf dem Meer. Es wird immer mysteriöser. Billy ist ein Lügner. Jetzt möchte ich aber auch wissen, was Chelm ist. Secret Service vielleicht. Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund. Was sollen wir tun? Was können wir tun? Es wird höchste Zeit, dass wir etwas unternehmen. Sie haben doch alle gestern Abend, als wir an Bord gingen, die Aufregung um seinen geheimnisvollen Dokumentenkoffer erlebt. Ach, ich male so gern. Dieser Wechsel der Farben ist direkt aufregend. Ihr Gesicht zum Beispiel war vor 10 Minuten noch ganz braun und rosa. Jetzt hat sich das Licht geändert und da ist es kalkweiß. Was? Mit zarten grünen Schatten. Grün? Ich glaube, es wird stürmisch. Vorläufig noch nicht. Ach, bitte nicht bewegen. Ich fühle mich nicht sehr gut. Ich gehe lieber nach unten und lege mich hin. Es ist unglaublich. Harry Chelm ist nichts weiter... als Harry Chelm. Ein Nichts, ein Niemand, ein ganz normaler Mensch. Mit einer Wärmflasche. Hier. Und einem Empfehlungsbrief an den Sekretär des Gouverneurs. An den Sekretär, habe ich gesagt. Das ist wohl das Letzte. Zahlmeister, wo ist mein Koffer? Achtung, fängt ein bisschen an schaukeln. Er ist fort. Ah ja, richtig. Major Ross hat ihn. Ich habe gesehen, wie er hat aus Kabine geholt. Ich sehe überhaupt alles, was hier an Bord vor sich geht. Wo hat er ihn hingetragen? Ich glaube, in Signor Petersens Kabine. Ich weiß es. Ich weiß es genau. Aha. Darf ich fragen, welche Erklärung Sie mir anzubieten haben? Er hat ja seine Wärmflasche vergessen. Billy! Ja, bitte? Billy, hast du schon gehört, was passiert ist? Nein, aber du wirst es mir ja erzählen. Du, das ist gar nicht komisch. Sie haben nämlich Harrys Koffer gestohlen. Wer hat ihm den Koffer gestohlen? Dieser schreckliche Major. Er hat ihn Petersen gebracht und sie haben ihn durchsucht. Daran bist du schuld. Das weißt du hoffentlich. Warum ich? Du hast Mr. Petersen den Bären aufgebunden, dieses Märchen von den reichen Schelms in London und von dem Urankönig. Na ja, aber im Grunde genommen bist du daran schuld. Ach, ich hab... Nein, weil du so überlegen warst. Ja, und ich habe mich doch in dich verliebt und ich wollte nicht, dass du weißt, wer ich wirklich bin. Die Frau des Sohnes einer zweitklassigen Pension in London. Von wem der Sohn? Von einer Pension. Harrys Eltern haben doch in Wirklichkeit eine Pension für Adlige, die total verarmt sind. Aber so wie er redet und wie er aussieht, könnte er doch... Das ist es ja gerade. Er träumt immer von der großen Welt und benimmt sich so, als lebte er wirklich in dieser Welt und gehörte zum ältesten Adel. Er kann nichts dafür, wenn man glaubt, dass er sich nur aus Bescheidenheit Schelm nennt. Er hat nie behauptet, er sei adelig. Lord oder Pensionsinhaber oder was er auch ist, wozu dann die Aufregung? Weil Harry zum Kapitän gegangen ist. Er verlangt, dass sie alle in Eisen gelegt werden. In was? In Eisen. Er sagt, bei der Marine macht man das so. Hören Sie, Kapitän, es gibt eine ziemlich einfache Erklärung für alles. Ich habe zufällig fast genau denselben Koffer wie Mr. Chelm. Er war aber nicht in meiner Kabine und deshalb bat ich Major Ross festzustellen, dass er woanders hingekommen sei. Der Major fand dann diesen Koffer im Salon und glaubte, es wäre der richtige. Der Koffer hat von Anfang an in meiner Kabine gestanden, unter dem Bett. Und als ich den Koffer sah, wusste ich sofort, dass es nicht meiner war. Ich habe ihn geöffnet, da ich doch feststellen musste, wem er gehört, damit ich ihn zurückgeben kann. Ich kann mir gar Ich hätte Interesse an einem Koffer voll Mediziner. Ich bin doch kein Hypochonder. Zahlmeister, berichten Sie dem Kapitän, was Sie von der Sache wissen. Jawohl, Senior. Sie fragten, haben Sie ihn gesehen? Darauf habe ich gesagt, es ist vielleicht Ihr Koffer gewesen, den Major Ross fortgetragen hat. Sie sagten, Sie haben gesehen, wie er mit dem Koffer aus meiner Kabine gekommen ist. Och, da haben Sie mich falsch verstanden. Ihnen war ja auch sehr schlecht, wissen Sie das nicht mehr? Genügt, Zahlmeister. Der Mann ist bestochen und macht mit diesen Gaunern gemeinsame Sache. Un errore, ein Missverständnis, so sehe ich das. Jetzt trinken wir alle einen kleinen Cognac und dann alle wieder grandi amici. Danke, ich möchte nichts trinken. Der Fall ist für mich noch keineswegs beendet. Sie haben zweifellos beim Durchwühlen meiner Sachen einen Empfehlungsbrief an den Sekretär des Gouverneurs gefunden und auch geöffnet. Nun, ich glaube annehmen zu dürfen, dass er mehr auf mich hören wird, als auf diesen Trunkenbold von Kapitän. Was da besser? Noch so eine Beleidigung und ich lasse ihn einsperren.
als Capitano ist für mich Angelegenheit erledigt und finito. Hören Sie, Cem, Sie haben Ihren Koffer wieder. Vergessen Sie doch die dumme Sache. Bestimmt wird der Gouverneur wenig Interesse dafür haben. Oh, ganz im Gegenteil. Es wird ihn bestimmt interessieren, dass Gauner vorhaben, England und große Uranvorkommen zu betrügen. Einen Augenblick mal, Mr. Chelm. Wieso glauben Sie... Dieser Herr hat Ihnen anscheinend nicht gesagt, dass er im tiefen Schmerz über Ihren Tod alles versucht hat, um mich für dieses Gangsterstück zu ködern. Und bedauerlicherweise weiht er mich in alle schmutzigen Pläne ein. Und ich gebe Ihnen die Versicherung, dass ich Sie so bald wie möglich den zuständigen Stellen unterbreiten werde. Ich dachte, Sie wären tot. Das hat mir gesagt. Alle haben gesagt, Sie wären tot. Und wenn Sie tot sind, dann brauchen wir doch noch Ihr Kapital, nicht wahr? Dieser Ravello, mein eigener Partner, den ich wie meinen Bruder geliebt habe, versucht mich zu betrügen. Angriff ist immer eine gute Verteidigung. Gehen Sie ihm nach, Billy. Reden Sie mit ihm, beruhigen Sie ihn und bringen Sie diesen Kerl wieder zur Raison. Gut, aber ich fürchte nur, es wird zu nichts führen. Was soll eigentlich dieses Affentheater mit Chelm? Reden tut nie gut. Und Worte werden ihn nicht überzeugen. Aber es gibt ja noch andere Methoden. Halt den Mund, Jack! Der Zeitfaktor ist jetzt wieder entscheidend. Nur arbeitet er dieses Mal nicht für die Gegenseite. Die Wochen, bevor wir den Hafen erreichen, genügen bestimmt, um mit Chelm restlos ins Reine zu kommen. Ich bitte Sie, hören Sie auf mich, Sie müssen nachgeben. Glauben Sie mir, wenn Sie es nicht tun, kommen Sie entweder nicht lebend nach Afrika oder Sie bleiben am Leben, dann zeigen Sie Petersen an und damit zerstören Sie alle meine Hoffnungen und meine schönen Pläne. Na, Sie dürfen nicht länger bei diesen Leuten bleiben, Maria. Sie sind höchst unerfreulich. Das weiß ich selbst und besser als Sie denken. Daran habe ich nicht gedacht, das können Sie mir glauben, auch nicht an mich selbst. Ich habe mir nur Sorgen um Sie gemacht, Harry. Völlig unnötig, meine Liebe. Seit ich Sie getroffen habe, muss ich immer an Sie denken. Sie haben mich mit Ihrem Charme verzaubert. Oh, verstehen Sie denn nicht, Harry? Ich liebe Sie über alles in der Welt. Oh. Maria. Meine Teure. Du, nur du vermagst deiner Frau das große Glück zu schenken. Halt mich ganz fest in deinen Armen. Ich gehöre dir. Für immer. Du vergisst, dass man mich umbringen will. Oh nein, nein. Das könnte man schon verhindern. Das ist viel einfacher, als du denkst. Ein Brief genügt. Ein Liebesbrief. Du musst schreiben, dass du Petersen nicht anzeigen wirst, weil ich dadurch auch Schwierigkeiten haben würde. Und weil du mich unsagbar lieb hast, kannst du nicht mit ansehen, dass ich auch leiden muss. Ich garantiere dir, Sie glauben das, wenn Sie den Brief lesen werden. Meine liebe Maria, das kommt nicht in Frage. Ich mache niemals Kompromisse. Du willst keine Kompromisse, Harry Schätzchen. Aber siehst du nicht ein, wenn du Schwierigkeiten machst, gefährdest du unsere Pläne. Meine Pläne. Und bringst du es wirklich übers Herz, mich unschuldig leiden zu lassen? Es wäre besser, du würdest dich nicht einmischen. Ich muss handeln, wie ich es für richtig halte. Das, was du für richtig hältst, bedeutet aber in Wirklichkeit, dass du uns alle zusammen ruinieren wirst. Darum habe ich dich auch vor dieser Verbindung gewarnt. Solche Menschen werden dich immer ins Unglück bringen. Harry, ich flehe dich an, sei nicht unvernünftig. Bitte tu, was ich dir sage. Dann gibt es keine Schwierigkeiten für dich und für mich auch nicht. Und wir beide können in Afrika sehr glücklich sein. Es tut mir leid, mein Kind, aber wir Engländer sind etwas dickköpfig. Auch wenn es um euer Leben geht? Aber Maria, meine liebe, gute Maria, hör doch zu, ich... Erst machst du mir Liebeserklärungen und dann richtest du mich zugrunde. Ich bitte um Vergebung, aber du hast mir doch... Ach, halt die Klappe! Tu von mir aus, was du willst! Du hältst dich wohl für einen Helden, was? Soll ich dir sagen, was du bist? Eine ganz große Niete! Das... Was ist passiert? Was ist hier los? Eilpumpe streikt wieder! Wir haben keinen Strom! Unfug! Ein Schiff ohne Positionslichter! Jeden Moment können wir gerammt werden! Ich werde mich selbst darum kümmern. Wo geht's zum Maschinenraum? Die Passagiere ist unter der Botte! Der Chefingenieur wird den Rat eines ehemaligen Offiziers der königlichen Marine gern akzeptieren! Will man uns hier einfach unserem Schicksal überlassen? Ich bestehe darauf, dass sofort etwas getan wird. Was sollen wir tun? Verteilen Sie die Schwimmwesten, machen Sie die Rettungsboote klar. Fahrgäste werden wir beten, ganz ruhig zu bleiben. Was heißt hier ruhig bleiben? Wo ist der Kapitän? Hat er überhaupt kein Verantwortungsgefühl?
Ich fürchte, der Kapitän hat im Augenblick gar kein Gefühl. Was? Er ist wieder betrunken? Den Kerl sollte man über Bord gehen lassen. Tut mir leid, gehen kann er leider auch nicht. Aber das ist doch unerhört. Was regen Sie sich auf? Es ist doch gar kein Grund vorhanden. Wir treiben nur auf hoher See. Der Kapitän ist betrunken und die Maschinen können jeden Moment explodieren. Vollkommen normale Situation. Das passiert jeden Tag. Aber sollten Sie noch irgendwie ängstlich sein, so möchte ich Ihnen sagen, dass nunmehr Signor Chelm persönlich die Kommando übernommen hat. Wer hat das Kommando? Harry, jetzt werden wir wohl untergehen. Soll ich Gesangsbücher bringen? Gerade Ihr Mann. Als ehemaliger Marineoffizier sollte doch etwas von Maschinen verstehen. Das finde ich wenigstens. Ja, war er das wirklich? Aber natürlich war er Marineoffizier. Und er ist einmal im Orkan über Bord gesprungen, um jemanden zu retten. Es war zwar nur ein Stück Holz und kein Mensch, aber das ist nicht Harrys Schuld gewesen. Nein, das kommt in den besten Familien vor. Na nun, der Licht brennt ja. Er muss es repariert haben. Das glaube ich nicht. Ich höre die Maschinen. Ja, wir fahren. Ich glaube es trotzdem nicht. Meine Damen und Herren, darf ich einen Augenblick um Gehör bitten? Ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass die Ölpumpe nunmehr wieder arbeitet. Die Reparatur war eine Kleinigkeit für jemanden, der mit Maschinen Bescheid weiß. Jedenfalls können wir jetzt unsere Reise fortsetzen, und zwar mit absoluter Sicherheit. Oh, Harry, siehst du? Jetzt hast du es geschafft, dass wir untergehen! Porcudio ist der Hund, der mein Schiff kaputt gemacht. Ich werde morgen die Matze. Kapitän möchte Sie gerne sprechen. Oh, da ist er ja. Der Teufel hat mir das Schiff kaputt gemacht. Das habe ich nicht getan. Irgendjemand muss meine Arbeit sabotiert haben, aus lauter Gemeinheit. Sie machen Maschinen kaputt, ich mache Sie kaputt. Lass es Sie. Jawollo. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir nicht die Schwimmwesten anziehen und die Boote ins Wasser lassen? Nein, es besteht noch keine Gefahr. Ich bitte Sie, wieder in die Salon zu gehen, Signori. Wir versuchen jetzt, die nächste Hafen zu erreichen, was uns wahrscheinlich auch gelingen wird. Prego. Piet, bitte. Das sind drei Unterstiche. Verdammt! Oh. Billy, mein Junge, wir brauchen einen vierten Mann zum Bridge. Der Major hat keinen Kartenverstand. Ein bisschen Ablenkung beruhigt die Nerven. Danke, ich beruhige meine Nerven mit einem doppelten Whisky oder besser mit einem Dreifachen. Kein Soda, bitte. Jawohl, Senior. Und wie ist es mit Ihnen, Mrs. Steinreuter? Haben Sie Lust? Oh nein, wirklich nicht. Ich habe solche Kopfschmerzen. Ich gehe in meine Kabine. Ach, das tut mir aber leid. Tja, meine Herren, da müssen wir mit dem Strohmann spielen. Wie wär's denn mit Harry? Vielleicht spielt der gern. Das dürfte unter diesen Umständen ein sehr unpassender Vorschlag sein. Gwendolyn, ich muss dich ersuchen, den Tisch zu wechseln oder den Raum zu verlassen. Aber Harry, was ist denn mit dir? Ich mag es nicht, wenn sich meine Frau mit Angehörigen einer Gangsterbande unterhält. Sei nicht albern. Billy ist kein Verbrecher. Er ist der beste Freund, den wir uns wünschen können. Ich lege keinen Wert auf solche Freunde. Hier ist die Auswahl nicht sehr groß. Der einzige Schutz vor einem unfreiwilligen Bart ist Ihre Cleverness. Das halte ich für keine gute Lebensversicherung. Zahlmeister, wann laufen wir frühestens den nächsten Hafen an? Nun, wenn wir ihn überhaupt erreichen, wird dauern ungefähr 14 bis 15 Stunden. Das ist eine lange Zeit. Setzen Sie sich gemütlich hin und trinken Sie mit uns einen Whisky. Der Major verschönt den Abend musikalisch. Und Mr. Peterson lädt uns zum Whisky ein. Bedauere, aber ich kann mich nicht von einem Menschen einladen lassen, den ich in wenigen Stunden anzeigen werde. Zwei Peak. Ich finde Ihre Kaltblütigkeit erstaunlich, Mr. Peterson. Oder glauben Sie, ich meine es nicht ernst? Sie werden es erleben. Drei Treff. Dubliert. Gwendolyn, gehorchst du mir oder nicht? Nicht, wenn du diesen Ton anschlägst. Ich bin kein Soldat, den man kommandiert. Wie du willst. Wo gehst du hin? An Deck, wo die Luft sauberer ist. Oh. Ein Unterstich. Capitano! Capitano! Oh. Oh. Oh.
hat ihn so geschrien. Ich dachte, es würde jemand ermordet. Ja, es war auch beinahe soweit. Das stimmt. Sehen Sie sich doch den Major an. Geben Sie sich keine Mühe. Die Platte zieht nicht mehr. Prost, ja, Madonna! Was soll jetzt wieder passiert? Einer macht was ihn kaputt, einer will werfen anderen ins Wasser. Dieser Mann hat mich überfallen. Ach, Sie schon wieder? Was ich getan habe, war reine Notwehr. Dieser Mann hat mich überfallen und dann versucht, mich zu erdolchen. Ist das wahr? Tja, es hat keinen Zweck, Billy. Wir beide dürfen Harry jetzt nicht mehr schützen. Ich will die Wahrheit sagen, so schwer es mir auch fällt. Herr Kapitän, ich muss Ihnen etwas gestehen. Etwas Furchtbares. Mein armer Mann ist leider geistig umnachtet. Der medizinische Ausdruck dafür ist Paranoia. Zu gewissen Zeiten entwickeln sich bei ihm mörderische Instinkte. Die Ärzte sagen, es käme daher, weil er in dem Wahn lebt, Feinde wollen ihn umbringen. Und deshalb versucht er, sie vorher zu töten. Gwendolyn, du weißt doch, was passiert ist. Sie wollten mich wirklich umbringen. Bitte glaub mir doch, Harry, ich meine es wirklich nur gut. Den Reuter wird es beweisen, ihr habt mich gerettet. Einer Dame widerspreche ich nie. Jetzt nicht, aber genug. Ich lasse nicht morgen meine Passagiere. Ich bin der einzige normale Mensch auf diesem Schiff. Fest, darum seid ihr alle gegen mich. Lasst mich los, ich bringe euch um. Lasst mich los. Armer Harry, es ist wirklich traurig. Ich habe immer gefürchtet, dass er unheilbar ist. Ihr sollt mich loslassen, ihr Schufte. Wartet, das kommt euch teuer zu stehen. Ich bringe euch alle ins Gefängnis. Sie, sie, sie. Jetzt machen die Geldmaschine und Geldpassagiere mal kaputt. Schuft! Banditle! Ich bringe euch ein Zuchthaus! Jeden von euch! Jeden Einzelnen von euch! Aber es ist doch wirklich die einzige Lösung gewesen. Harry ist in seiner Kabine eingesperrt, wo er vor diesen Verbrechern absolut sicher ist. Und andererseits kann er auch nichts sagen oder tun, was dich hindern würde, das Vermögen in Afrika zu verdienen. Ich meine, der Gouverneur hört doch nicht auf die Faseleien eines Wahnsinnigen, nicht wahr? Wahrscheinlich lässt er ihn überhaupt nicht von Bord. Das schadet auch nichts. Dann muss Harry ein paar Wochen in der Kabine sitzen. Ich glaube nicht, dass ihm das gefallen wird. Nein, aber wenn du erst mal deine Millionen in Afrika verdient hast, bekommt er ein paar Prozent. Und wir kaufen ihm einen Besitz in Gloucestershire mit einer wunderbaren Jagd und einem Forellenbach, wie es sein Traum ist. Dann heiratet Maria vielleicht meinen Mann. Ich glaube nämlich, sie hat wirklich eine Schwäche für unser englisches Landleben. Und dann leben alle in Frieden und in Freude. Besonders wir, Billy. Alle Passagiere an Deck! Fertig machen zum Ausbooten! Was ist denn los? Soviel ich weiß, sinkt das Schiff, Signore. Alle Mann an Deck! Fertig machen zum Ausbooten! Wir sinken! Harry! Harry, mach die Tür auf! Harry, aufmachen! Das Schiff sinkt! Es geht zur Seite.
Billy, wo sind wir denn eigentlich? In Afrika. Aber wo in Afrika? Ja, das ist wichtig. In welchem Teil? In einem hübschen Teil. Ohne Zoll und ohne Passkontrolle. Sagen Sie sofort, wo wir sind. Ich muss es unbedingt wissen. Es gibt im schwarzen Erdteil anscheinend Gebiete, wo man sie nicht gern wieder sieht. Arco. Was ist das? Arco. Werfen Sie sich lieber alle hin. Oh, Mama mia, Rama, oh, Dio mio. Jungs, vergabt eure Pässe. Mrs. Chelm, Billy, Sie dürfen niemand verraten, wer ich wirklich bin. Arco? Was ist Arco? Waffenlieferanten für die Arabische Legion. Moment mal, jetzt dämmert's mir. Wir haben Waffen verkauft, die nicht ganz in Ordnung waren. Sie haben ein paar Jahre im Wasser gelegen, im Golf von Leyte. Die Araber haben behauptet, sie hätten deswegen auch den Krieg verloren. Um Himmels Willen, nicht so laut. Wenn das einer hört, dann bin ich geliefert. Ja, ja, ich sehe sie schon gerädert und gevierteilt. Du lässt zu, dass man uns derartig behandelt? Aber das ist einfach... Unerhört. Harry hätte mir das nie zugemutet. Er hat einen Sinn für Würde. Ich ziehe es vor, am Leben zu bleiben. Billy, was geschieht jetzt mit uns? Wollen die uns vielleicht foltern? Was sollen sie nur versuchen? Ich bin eine britische Bürgerin. Das würde ich lieber nicht so laut sagen. Wir sind Schiffbrüchige. Boot von uns. Gehen unter. Bis zum Grund. Retten uns. In kleines Boot. Rudern ganzen Tag. Und ganze Nacht. Verstehen? Die einzige Sprache, die diese Schweine verstehen, ist ein Tritt in den Hintern. Da merken Sie, wer hier der Herr ist. Wir sehen Land. Ihr Land. Beten zu Allah. Wir kommen an den Strand. Leute schießen. Bum, bum, bum. Leute nicht gut zu armen Schiffbrüchigen. Ich bitte Sie, mir jetzt Ihre Pässe zu übergeben. Ich glaube, es fehlen 4 Pässe. Ich bitte die Personen, die ihre nicht abgegeben haben, die rechte Hand zu heben. Hm. Euer Exzellenz, unsere Pässe sind an Bord geblieben. Es war einfach entsetzlich. Der Käpt'n betrunken, das brennende Schiff. Und wir Passagiere wurden mitten in der Nacht von Bord gejagt. Welches Schiff war das? Es war die Nyanga, ein Frachtdampfer. Ich werde feststellen lassen, ob dieses Schiff als verloren gemeldet ist. Glauben Sie, dass wir mit einem Rettungsboot bei Ihnen gelandet wären, wenn wir nicht dieses große Pech gehabt hätten? Unser Land befindet sich in einem Zustand der Unruhe. Oh, das tut mir leid. Agenten gewisser Staaten versuchen sehr oft, sich auf seltsamen Wegen in unser Gebiet einzuschleichen. Sie sollen hier bei uns die Flamme der Revolution entfachen. Darum werden bei uns alle Ankommenden sehr sorgfältig und genau überprüft. Bei uns, Eure Exzellenz, ist das ganz leicht. Ein Blick genügt und Sie wissen, so können nur anständige Menschen aussehen. Oh. Nein. Ein Blick genügt keineswegs.
Wenn Sie nicht von unserer Unschuld überzeugt sind, würde ich empfehlen, uns wieder fortzuschicken. Es ist egal, ob wir mit einem Dampfer oder per Bahn weiterreisen. Wir tun, was Sie uns vorschlagen. Wir haben woanders wichtige Geschäfte. Wo ist dieses woanders? In Zentralafrika. Und welche Geschäfte sind so dringend? Staubsauger und Nähmaschinen, bitteschön. Ah, ja. Sie machen Geschäfte. Ja. Sie verkaufen alle in Zentralafrika Staubsauger. Ja. Von Kral zu Kral, nicht wahr? Und Sie, mein Herr, Sie sind der Generalmanager, der Wort- und Anführer dieser Gruppe. Oh nein, wir sind keine Gruppe. Wir haben uns zum ersten Mal an Bord des Schiffes getroffen. Wir haben uns tatsächlich vorher nicht gekannt. Lügner! Die anderen sehen Sie jedes Mal an, wenn ich Sie etwas frage. Ich bin ein guter Beobachter. Sie vier gehören zusammen. Oh nein, mein vollgefressener Freund. Ich bin nicht der unerzogene, primitive Eingeborene, für den Sie mich in Ihrer Dummheit halten. Ich bin ein angesehener Mann und ein großer Mann. Ich spucke Sie an. Ich spucke auf Sie und auf alle Ihre Lügen. Gleich gesagt, Petersen, Sie verhandeln ganz falsch mit diesem Schwein. Schwein! Schwein! Sagen Sie mal, was erlauben Sie sich? Mein armer Mann, er musste sein junges Leben beim Untergang der Nyanga lassen. War eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des britischen Empire, Sir Harry Chelm. Ihre Majestät, die Königin und der Premierminister haben uns Briefe mit. Alle befreundeten Staaten uns und unsere Freunde unterstützen. Wenn die geringste Kleinigkeit mit uns geschieht, wird England durch die Botschaft bei ihrer Regierung intervenieren. Bitte sagen Sie dieser Dame, dass hier in unserem Land sich eines Weibes Lippen zwar bewegen, aber ihre Worte nicht gehört werden. Oh, Harry, Harry. Ach, wenn du doch nur hier wärst. Und jetzt Sie. Ja? Vergessen Sie die Zweifel an meiner Intelligenz. Sagen Sie mir, wer Sie wirklich sind. Was der wahre Grund ist, warum Sie hierher gekommen sind. Ich bin ein kranker Mann, ich habe ein schwaches Herz, ich darf mich nicht mehr aufregen. Sie weigern sich zu antworten. Das ist sehr interessant. Das macht aus der Sache ein Spiel. Ein Spiel, das wir vortrefflich beherrschen. Wir im Morgenland haben eine 4000 Jahre alte Erfahrung, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Schlagen Sie mich nicht, mein Herz, ich kann es nicht aushalten. Billy hat natürlich sehr dekadent gelebt. Aber ich habe immer geglaubt, er besitzt Rückgrat. Ich habe mich geirrt. Jeder Mensch kann es wohl nicht haben. Ihr habt ja gesehen, welche entsetzlichen Schläge ich ertragen habe, ohne mit der Wimper zu zucken. Billy war schon halbtot, bevor sie ihn nur angefasst haben. Erzähle mir mehr über Rita Hevos. Kennst du sie wirklich persönlich? Und ob ich Rita kenne? Sehr gut sogar. Ich gebe dir einen Brief an sie mit. Deinem Charme kann sie bestimmt nicht widerstehen. Glaubst du das wirklich? Oh, aber sicher. Ein Mann wie du, gewandt, intelligent, dunkel und gut aussehend. Du hast einfach alles, Ahmed. Nur kein Geld. Und wenn du auf mich hörst, dann stellst du uns morgen ein Boot zur Verfügung, ein langsames Boot. Dann kannst du in Ruhe Petersen Scheck legen. Und du vertraust mir deinen Anteil an? Erwartet ein Mann von Welt, dass sein eigener Bruder ihm traut? Oh nein, Ahmed. Du gibst mir einen Scheck über die Hälfte. Deine Forderungen sind ziemlich hoch unter den jetzigen Umständen. Warum auch nicht? Petersen ist mein bester Freund. Den werde ich doch nicht billig betrügen. Und du kennst die unvergleichliche Rita wirklich seit Jahren? Erst kommt das Geschäft, Ahmed. Dann kommt das Vergnügen. Bitte, Billy. 50-50. Oh, da fällt mir ein, Petersen ist nicht so vornehm wie du und ich. Er wird zu handeln versuchen. Ich würde niemals mit Männern wie Petersen Geschäfte machen. Das ist meiner nicht würdig. Es wird bald Tag. Die beste Zeit für eine Hinrichtung. Aber wenn wir ihn an die Wand stellen, was wird denn aus dem Geld? Ich glaube, wenn er die Salve im richtigen Moment hört, dann wird ihm die Lust vergehen zu handeln. Ich bin fest überzeugt, du hast arabisches Blut. Amerikaner sind im Allgemeinen nicht so erfinderisch. Look, Halamai! Ah!
Wo bringen Sie mich hin? Ich komme nicht mit. Ich verlange einen Arzt zu sprechen. Wie ist das in Paris, in der besten Gesellschaft? Gilt da ein Rolls-Royce oder ein Mercedes 300 als besonders vornehm und schick? Aber das ist doch gar kein Problem und überhaupt nicht für dich. Ein Mann in deiner Position kauft beide. Mr. Dannreuther hat mich gebeten, dass er noch einmal mit Ihnen sprechen darf. Billy? Setzen Sie sich, Petersen. Ich habe mit Ahmed gesprochen. Das ist gemeine Erpressung. Das kann ich nicht bezahlen. Was war das? Das war die erste Salve. Heute ist Hinrichtungstag. Nimmt er auch einen Scheck? Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Mr. William Dannreuther? Ja. Hätten Sie Zeit, mir ein paar Fragen zu beantworten? Tut mir leid, jetzt nicht. Verzeihen Sie, aber es ist sehr wichtig. Das kann ich mir denken. Ich bin früher selbst Reporter gewesen. Also gut, dann schreiben Sie. Bis auf den Lippenstift meiner Frau haben wir alles gegessen, was essbar war. Wirklich amüsant, aber ich bin kein Reporter. Ach. Jack, geh telefonieren und bestelle Flugkarten. 6 Plätze für das Flugzeug nach Nairobi. Ja, und wenn keine mehr da sind, rede mit dem richtigen Mann und sage ihm, wenn er für uns ein paar Plätze freimacht, wird es sich bestimmt für ihn lohnen. Ich habe immer gesagt, wir sollten fliegen. Wissen Sie noch, Mr. O'Hara? Ich habe gleich gesagt, wir sollten fliegen. Nicht trödeln, Billy. Wir haben viel zu tun und wenig Zeit. Waren die auch mit von der Partie? Ja. Mit denen habe ich auch zu reden. Was ist denn passiert? Sie haben doch sicher einen gewissen Mr. Van Meer gekannt. Aus London. Hm. Petersen! Ich glaube, es ist besser, Sie kommen alle zurück. Hier ist ein Herr, der Sie sprechen möchte. Mr. Jack Clayton von Scotland Yard. Trinken Sie den Champagner hier oder oben, Mr. Dent? Ich glaube hier. Trinken Sie auch ein Glas, Clayton. Danke, es ist noch ein bisschen zu früh für mich. Ich habe irgendwo gelesen, dass kein Kommissar von Scotland Yard mit einem Mann trinkt, der unter Verdacht steht. Ist es wahr, Mr. Clayton? Ja, das stimmt. Mrs. Dannreuther? Nein, ich bin Mrs. Chelm. Das ist Mrs. Dannreuther. Freut mich, gnädige Frau. In so reizender Gesellschaft möchte ich mich nicht ausschließen. Champagner am Morgen vertreibt die Sorgen. Petersen, mein Name. Es ist mir eine große Ehre. Guten Tag. Ravello. Und Mr. O'Hara. O'Hara, Julius O'Hara, sehr erfreut. Ganz auf meiner Seite, meine Herren. Ich habe schon Angst gehabt, ich würde Sie überhaupt nicht mehr treffen. Und das wäre unangenehm gewesen. Es ist nämlich das erste Mal, dass ich eine Untersuchung im Ausland durchzuführen habe. Ich habe schon viel Spesen gemacht. Und mein Chef ist ziemlich kleinlich, wenn Spesen abgerechnet werden. Besonders dann, wenn man keinen Erfolg hatte. Mr. Clayton interessiert sich hauptsächlich für den Fall Van Meer. Für den Fall Van Meer, sagten Sie? Oh ja, 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 das war doch ein Angestellter aus dem Kolonialamt. Ja, das habe ich gelesen. Ein trauriger Fall. Mr. Petersen, aus Mr. Van Meers Notizbuch wissen wir, dass Sie öfter mit ihm im Savoy zusammen gewesen sind. Das stimmt ganz genau. Mr. Van Meer war ein Experte in Kolonialfragen. Wir brauchten eine Auskunft über Geschäfte in Afrika. Mhm. Erinnern Sie sich an besondere Einzelheiten? Wir redeten über Sago, den Aufbau von Kaffee und Kakao. Tropenkrankheiten. Und Impfungen, Injektionen. Wie lange kannten Sie Mr. Van Meer? Oh, ein paar Monate. Wir sind sehr oft zusammen gewesen. Hat er jemals davon gesprochen, dass er Feinde hatte? Oder irgendwelche romantische Abenteuer? Erwähnte er Namen von Frauen? Nein, er war kein Mann, der über Frauen geredet hätte.
Mr. Van Meer machte mir absolut den Eindruck eines Gentleman. Ja, ja, selbstverständlich. Tja, meine Herren, das ist alles. Es sei denn, jemand hätte noch etwas zu sagen. Hm. Jawohl, ich. Hm? Ich hätte noch etwas zu sagen. Das Geschäft eines der vier Geschäftsfreunde ist Mord. Wie darf ich das verstehen? Major Ross, habe ich gemeint. Ich kann nicht garantieren, dass er auch versucht hat, Mr. Van Meer zu ermorden. Eins weiß ich aber genau, dass er versucht hat, meinen Mann zu ermorden. Mit einem langen, dünnen Dolch, den er immer unter dem Arm trug und der aussah wie ein unschuldiger Spazierstock. Reden Sie weiter, Mrs. Chelm. Major Ross ist von Mr. Peterson engagiert, um für ihn die schmutzige Arbeit zu erledigen. Er betreibt die Sache beruflich, würde ich sagen. Oh, mein Mann hat verschiedene Dinge über Mr. Peterson gewusst. Dinge, die, um ehrlich zu sein, für das Empire von großer Bedeutung sind, weil es sich dabei um den Versuch handelt, in Afrika ein Urangebiet zu stehlen. Und darum wollte Mr. Peterson meinen Mann beseitigen. Rennen Sie nicht weg, Mr. Peterson. Das ist immer gleichbedeutend mit einem Schuldbekenntnis. Ja, Schuldbekenntnis, habe ich gesagt. Noch ein bisschen Champagner gefällig? Nein, danke. Solltest du jemals an mich denken, dann stelle dir vor, wie ich bei Harrys Eltern in der Pension die Zimmer aufräume. Solltest du jemals an mich denken, dann tu es doch bitte mit Nachsicht. Gib ihr einen Kuss, Billy. Und sag ihr, dass du ihr verzeihst. Ja, ja. Leb wohl, Billy. Mach's gut. Ein Telegramm, Signora Chelm. Es ist eben durchgegeben worden. Ach, übrigens, Signor Denreuter, wissen Sie schon, dass Ihre alten Freunde alle in einer Zelle hausen? Oh, nicht etwa, dass mich das überrascht. Ich habe sofort gewusst, dass es schlechte Menschen sind. Ja, von Anfang an. Aber andererseits sind viele Menschen schlecht, heutzutage. Sehen Sie mich doch an. Harry! Er lebt! Ha 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 ha